Auf geht's, Frost. Wir sollten jetzt los. Wir fahren nach Fukuoka. Alles klar. Was geschieht mit mir? Sprich mit Herrn Veteran, um weiterzufahren. Das werden wir auf jeden Fall tun. So, Block. Neu. Wen wird er auswählen? Hört sich doch nicht an. Okay, das war mal so. Also, der Weg zum Geheimtraining. Was sich wohl hinter Codename G verbirgt. Was hat er denn da in der Hinterhand? Naja, konzentrieren wir uns erstmal auf das Notizbuch. Scheint wohl doch F zu sein, auf die Volksstrasse nach Fukuoka. Es wird da ein P stehen. Hier. Okay. Ach ja, war ja klar, Essen wieder, ne? Jo, los geht's. Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Ihr seid bereit. Auf nach Fukuoka. Wo ist das? Ach, da hinten. Innenstadt. Fukuoka. Das ist also der Ort, an dem du gelebt hast, Opa. Sieh mal, Mäusebär. Diese Retro-Architektur sieht wirklich toll aus. Probier es gar nicht, einen auf ein Gelände zu machen. Ich wette, dass du keine Ahnung hast, wovon du sprichst. Was? Was denkst du eigentlich, wer du bist, du kleiner Pimpf? Nenn mich nicht Pimpf. Genug jetzt. Eure Zänkerei bringt uns jetzt auch nicht weiter. Da hat sie recht. Lass uns zur Volksschule aufbrechen, um dort mit dem Rektor zu sprechen. Was? Soll das ein Scherz sein? Von der langen Busfahrt ist mein Hintern eingeschlafen. Ich muss mich mal ein wenig bewegen. Yippie, das nenne ich Teamgeist. Jetzt, wo wir schon einmal hier sind, können wir uns auch ein bisschen amüsieren. Auf keinen Fall. Wir sind nach Fukuoka gekommen, um mehr über das Notizbuch des Meisters herauszufinden. Wow, seht euch dieses Geschäft an. Wartet, da kommt. Da kommt. Was? Walzert, komm der Straßenbahn nicht zu nahe. Unglaublich, was macht denn diese Eisenbahn mitten auf der Straße? Diese Eisenbahn nennt man auch Tram, Eric. In Tirol hat man die früher auch viel öfters gesehen. Hey Leute, glaubt ihr, mein Großvater hat hier auch irgendwo Fußball gespielt? Vielleicht war das der Laden, in den Opa nach dem Training immer Süßigkeiten gekauft hat. Du siehst so glücklich aus, Mark. Es ist ein wunderschöner Ort. Die Atmosphäre ist hier irgendwie friedlich. Es ist dasselbe Gefühl, das ich habe, wenn ich auf dem Inazuma-Turm stehe. Jetzt verstehe ich, warum dein Opa dort so lange seine Zeit verbracht hat. Auf geht's, ich möchte sehen, wo sich mein Opa sonst noch herumgetrieben hat. Gehen wir zur Foxshore. Dort ging er zur Schule. Alles klar, Mark, wie wär's, wenn wir jemanden nach dem Weg fragen? Frage nach dem Weg zur Foxshore Junior High. Erstmal die Kamera ein bisschen drehen. Herzlich willkommen in Fukuoka. Hier ist alles wunderbar. Die alte Stadtkern ist immer noch sehr gut erhalten. Okay.
Gibt's ja auch wieder was Neues. Wie bitte, die öffentlichen Bäder sind alle geschlossen. Was soll ich nur tun? Kann ich hier überhaupt drüber? Nein. Ich kann nicht drüber, aber hier kann ich bestimmt drüber. Ah, erstmal hier runter. So. Ich hatte einen Streit mit meiner Mama. Sie ist so unfair. Ich gehe fort und komme nie wieder zurück nach Hause. Ja, mach das. Wenn du es so magst. Diese Angeber und das Passum ist so vor Okoka. Wieso hat er ein Bild gehabt? Wo kommt denn auf einmal diese Luxuskarosse her? Wem könnte die gehören? Erzählst du noch was Neues? Okay. Ich frage mich, ob die Tram immer noch da sein wird, wenn ich alt und grau bin. Das weiß ich nicht. Sowas gibt es hier. Super Tonico. Aha. Interessant. Oh. Was haben wir denn hier? Alles neue Leute. Erobere den Ball. Ja, das ist ja ganz leicht. Auf geht's. Los. Hallo? Hier nochmal einer drauf. So. Der Turm. Sollte kein Problem sein. Den Ball zu erobern. Sag ich, das ist ja noch einfach. Ball halten ist ziemlich schwer, finde ich. Da muss man wirklich Glück haben. So, ich denke mal, wir müssen nach hoch. Zu diesen Bonzen. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht weiter. So, aber erstmal will ich diese Truhe. Okay, 780 Elan-Punkte. Hey, seid ihr es wirklich? Seid ihr aus der Raymond Junior High? Raymond? Wie? Du weißt, wer wir sind? Natürlich, wir wissen alles über euch. Oh, Entschuldigung, wir sind übrigens das Fußballteam der Folkshow. Unser Rektor hat uns alles über euch erzählt. Ich heiße Jonathan Lucky Man und ich bin der Captain. Es ist mir ein wahres Vergnügen, euch kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Mark Evans, der Captain der Raymond Football Clubs. Was ist denn los? Ich glaube, er ist ein bisschen schüchtern. Hey, warum rennst du denn da weg? Ich. Mach bloß keine Sorgen um ihn. Er hat's nicht so mit Menschen. Ich muss mich bei euch für ihn entschuldigen. Er ist ein riesiger Fan von dir. Du hast ihn anscheinend etwas nervös gemacht. Kann das sein, dass er der Torhüter ist? Als er hörte, dass wir euch heute treffen würden, da hat er uns überredet, ihn mitzunehmen. Ein Fan von mir? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich. Sein Name ist Darren. Darren LaChange. Ja, das ist er. LaChange. Das ist unser neuer Torhüter. Definitiv. Komm rüber, Darren. Komm schon, Darren. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Entschuldige bitte meine Freunde. So ist Darren eben. Ich würde mich freuen, wenn ich mit euch einen kleinen Rundgang durch Foxshow machen könnte. Davor könnt ihr euch ja alles ein bisschen Fukuoka ansehen. Die Foxshow Junior High ist im Süden der Stadt.
Wir gehen schon mal dorthin. Wir sagen allen Bescheid, dass ihr später nachkommt. Lasst euch Zeit, in Foko gibt es eine Menschenmenge zu sehen. Darren LaChurch. Du kannst jetzt zur Dingens. Blums, Dings, Bums gehen. Gehe nach deiner Tour zur Schule. So. Gibt es bestimmt neue Spezialtechniken, ne? Erstmal looken. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo, willkommen. Ich hätte gerne. Herzlich willkommen. Rosenkalvier. Blitztrampolin. Ja, nee, ist klar. Schlossbrecher. Kombischoss. Okay, das ist ja ganz normal. Ballonball. Bändertanz. Paarungstanz. Matrixfinte. Oh, das sieht auch geil aus. Multidribbling. Feuerspurt. Schattenattacke, Zyklon, Flammentänzer und erneut Blütenhüter, Nordlichtsperre, Finger im Rücken, okay, Explosivschlag. Ach, ich finde mal, Marc sollte mal wieder eine neue haben. Komm, wir kaufen uns mal Finger im Rücken, das interessiert mich mal. Das würde ich Marc beibringen. So, Feuerspurt, Matrixfinte. Ich nehme mal die Matrixfinte. Ich bin schon cool. Bin schon echt. Ich bin echt arm jetzt. So. Dann Inventar, Items, Spezialtechniken. Kann ich die verlieren? Ich will die Torhüter. Aber ich will nichts überschreiten. So, ich brauche noch Geld, um eine Dingens zu machen. Was können wir da machen? So, warte mal, du holst Trikot, wie viel haben wir davon? Davon kann ich einen verkaufen. Sonst haben wir nichts. Das kann weg. Das kann weg. Guck mal, wir haben noch für sich Armbänder. Planetenschuhe, ja klar, die lassen wir, halten wir mal. Vielleicht reichen 1550. Bevor ich das hier Ganze beende, würde ich noch was machen. Ich will Marc diese neuen Torhüter-Technik beibringen. Aber zuerst muss ich ja natürlich die das Ding jetzt mal, wenn es überschrieben wird, ist die glaube ich weg, die Technik. Deswegen will ich die allen jemanden vererben, sozusagen. Da muss ich einmal zu Divinity Closer. Da, doch, Foxshow. Wo war denn das? Das war hier in Kyoto, ne? Genau. Zum alten Herren will ich. So. Einfach mal über den Platz laufen. So. 300 Erfahrung. Ich will mein Wissen teilen. Und zwar Marc soll Mittelfeld. Wem kann ich das denn geben? Nathan, komm. Du sollst 2000. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. 2000 brauche ich. Mist. Ich brauche 2000. Ach du Jimmy. Das ist ein wenig viel, finde ich. Kriege ich denn jetzt 2000? Karte.
Wir müssen schon in die Innenstadt und einfach mal in den ersten Laden rein. Der ist ja hier vorne. Und einfach mal eben kurz was verkaufen. Dann verkaufe ich mal eben kurz hier solche Sachen. Dass ich 2000 habe. Weißbälte näher. Messerriegel. Wie viel brauche ich noch? 500, ne? So. So, jetzt habe ich genug. Nein. Zurück. Nichts mehr machen. Nein, ich brauche nichts mehr. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier kein Kampf vorkommt. So, Karte. Die Klauser. Und jetzt wieder eben kurz zum Pärchen. Oh, natürlich. Jetzt muss das ja auch noch passieren, ne? Schieß ein Tor, so warte, zack. Dunkeltornado, dann schwören wir das vor. Kraftschild, keine Chance. Weiter so, Raimund! Wunderbar. So schnell kann das gehen. Ich möchte mal Wissen teilen und Mason. Und zwar magisches Haupt. Ja. Zack. Geschafft. Dann Inventar. Items. Spezialtechniken. Ach, ich hab's überschrieben. Ah, okay. Ja, okay. So, ich hab's ja das gelernt. So, neue Torhüter. Ich möchte gerne das überschreiben. Marc hat die neue Technik gelernt. Wunderbar. So, was haben wir hier noch? Was kann ich hier geben? Vielleicht ein Finn? Nee. Vielleicht eine Dribbling Matrix. Machen wir hier das. Geben wir ihm. Ah, der sollte auch mal eine Schuss. Der kriegt auch eine Schussattacke. Manus. Du kriegst den Schlossbrecher. Du bekommst das Mittelfeld. Du kannst auch mal. Nee, Verteidigung. Wen gebe ich noch Verteidigung? Du kannst eine Verteidigung gut gebrauchen. Findenball, das passt aber noch zu dir. Okay. Das heißt, in der neuen Stadt werde ich halt ein wenig da trainieren, ein bisschen Geld holen und dann sehen wir uns dort. Ich werde jetzt hier beenden, denn das war's mit Inazuma Eleven 2 Eissturm. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.